Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich bin Lucia. Wir sind wieder zurück in L.A. Noir. Oh, ist gerade ganz schön laute Musik, meine Güte. Dramatisch. Wir sind im Seidenstrumpffall. Wir haben wieder ein erneutes Opfer. Eine nackte Frau, die erwürgt wurde, geschlagen wurde. Sie hat den Ring vom Finger abgezogen bekommen. Und diesmal hat es. Und ihr Körper wurde beschrieben mit Lippenstift. Also wieder alles Hinweise darauf, dass es ein Serientäter gewesen sein könnte. Diesmal hat der Täter auch ganz eindeutig Hinweise für uns hinterlassen. Er hat eine Blutspur gezeichnet. Wir haben dabei einige Gegenstände gefunden und jetzt haben wir schon die Pension untersucht, wo die Dame zuletzt gewohnt hat. Sie will sich von ihrem Ehemann, einem Latino, scheiden lassen und ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Und dort befinden wir uns jetzt, das gucken wir uns jetzt an. Vielleicht finden wir dort auch den Mann und können mal ein bisschen umhören, was da los ist. So. Gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Aldonado is in apartment 304. Okay. Also würde ich sagen, dritter Stock. Eins. Ich habe schon mal falsch gezählt, glaube ich. Zwei. Okay, this hier sind wir schon. Ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Okay. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Oh nein! Nein! Jetzt kommt das wieder. Komm, auch rein. Ach, komm schon, ich hasse es. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie er schlägt. Hau doch mal zurück. Ich weiß nicht, ob er überhaupt die Hände gehoben hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt bereit ist zu schlagen. Gut, auf seinem Boden. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal, glaube ich. So, jetzt sind wir wieder hier. Aktionssequenz überspringen. Ich habe es noch zweimal gemacht. Ich weiß es einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Am Anfang hat es ein paar Mal funktioniert. Jetzt nicht. Ich drücke alle möglichen Tasten, alle möglichen. Ich hau einfach quasi auf die Tastatur. Manchmal schlägt er kurz zu. Ich weiß nicht, welche Taste das war. Ich versuche wirklich alles. Ich weiß genau, welche Taste ich eigentlich benutzen muss, laut Optionsmenü und so, Steuerung. Da steht es drin, linke Maustaste drücken. Erst rechte Maustaste für zuschlagen, also für bereit machen. Und dann steht er da, linke Maustaste bringt gar nichts. Er weicht nicht aus mit Space, so wie es da steht. Ich weiß es nicht. Also wir überspringen das. Es nervt. Ich habe keine Lust, das so oft zu machen. Also nervt. Egal. Dann halt so. Damn. We got some decent shots in there. Copy, son of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Na gut. Wer ist das? Mit Sicherheit nicht der Mörder. Badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I could kill my own wife? Tja, ja. Anscheinend nimmt man das an. The whole place is going over. Then talk to the neighbors. Okay, gucken uns hier mal um. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Ich glaube, da kommt nichts. Aha! This will take some explaining. Gut, da musst du nachher dran denken. Da hängt ein blutiges Hemd. Wird er wahrscheinlich erklären können. Er arbeitet vielleicht als Küchengehilfe oder sowas. Und das ist seine Arbeitsuniform. Ah. El Dorado! Das ist die Bar, wo die Madame unterwegs war, gerne. The El Dorado must be a family favorite.
Huh? Just picked fruit market. Okay, warum soll man denn jede Adresse aufsuchen, die hier im Maybe one of the neighbors has noticed of Angel's movements. He's got no alibi, he's toast. Gott, man sollte jederzeit ein Alibi haben. Okay, guck mal, wie die beiden geschlafen haben. Da liegt ein Brief. Ich kann ihn aber nicht aufnehmen. Na gut. Da kommen wir nicht rein. Ja, das war's wohl. Dann fragen wir die Nachbarn. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I worked nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Aha. Na gut, also das war schon mal nix. No good. There's nobody here. Damn it. We need to go around to the front. Yeah. Oh. Sorry about that. I'm playing with my kids. Alter. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated. And I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Okay. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Huh. Alibi. I'm thinking you're going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well executed restraint. In restraint right now, Finbar. Hat er denn jetzt ein Alibi? The Eldorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars too. We should check it out. Ja. Letzter Kontakt mit Opfer war, dass er gesehen wurde mit ihr, wie sie rausgerannt sind. So. Das ist die. Ich hatte die gar nicht alles. Ich hatte die Pensionstante gar nicht alles gefragt. Echt? Alibi des Ehemanns. Ja, genau. Also. Also eigentlich hat er kein Alibi, oder? Na gut, also wisst ihr Bescheid. Wir müssten eigentlich nochmal zurück zu der Pensionstante und sie nochmal fragen, Niedergang der Ehe. Wie kann mir das denn passieren, dass ich da einfach, keine Ahnung, nicht alle Fragen stelle? Der steht da, glaube ich, von alleine auf, wenn er fertig ist. Na gut. Ich sollte vielleicht nochmal hin zurück. Ja, da fahren wir kurz mal hin. Das ist hoffentlich nicht so weit weg. Geht. Ach, das geht. Wir fahren, glaube ich, einfach nur geradeaus jetzt. Links die Straße lang und dann sind wir schon fast da. Ja. Gut. Ich habe meinen Partner vergessen, aber ich habe keine Lust auf den zu warten. Ich weiß nicht, wo der ist. Der kommt schon alleine dahin. Wir fahren schon mal vor. Muss ich halt ein Taxi nehmen. Boah, Mist. Der hätte vielleicht Hinweise. Die haben ja immer ganz nette Gespräche.
suspect, the Committee on Un-American Activities. Car 11K, Car 11K, come in. An infiltration. Ruft er mich jetzt über Funk? Could not be considered or interpreted as an attack on the car. Hier waren wir schon mal. Ich wollte das sagen, Mist, ich habe doch kein nichts kaputt gemacht. In diesem Fall. So. Falsch. Hier ist aber richtig grau. So, einfach mal ins Haus spaziert. Ist immer noch da. Ah, da ist er wieder. Gerade angekommen. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Ja, das kommt hin. Haben wir, glaube ich, gefunden. So eine Kette. Was ich mich sehr wundere, wenn die seit 2 Monaten hier gewohnt hat, was hat sie dann bei ihrem Mann zu Hause gesucht anscheinend? Da haben sie ja sich gestritten. Ja. Can you describe the necklace? An icon of Our Lady of Guadalupe. It's quite beautiful. I let Antonia hang a painting of her there on the wall. Thanks, Pam. Good. Been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the cape. Alles klar. Good. The El Dorado might have seen the brother the night she died. Maybe the regulars too. Check it out. Also, der will unbedingt, dass wir da hingehen zur Bar. Bar just picked Obstmark. Ja, dann gehen wir da hin. Wobei ich hätte eigentlich Fragen auch an den Ehemann. Aber das haben wir gar nicht als Ort, das Zentralrevier. Ich hoffe, dass die Chance kriegen wir noch nicht. Dass sich hier der Fall auf einmal schon wieder löst in dieser Bar. Weil da die Hinweise direkt am Boden liegen, die Mordwaffe. KGPL, 11 King, over. 11 K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finnis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. 11 K, en route. Nein! You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts... Alter! Was für ein Arsch! That, and she ends up in an alley. Sad story, but this town's seen it play out 1,000 times. Was für ein Arsch! You want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. So ein Arsch! Letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? Fucking cased his nozzle right through the guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Das ist so ein Arsch. Das ist so ein Arsch. Er säuft die ganze Zeit und sagt, so cool. 3 Ex-Frauen. Er säuft, aber wenn sie säuft, dann werden sie ekelhaft. Und dann ist ja klar, dass man sie ermordet. Ah! So ein ekelhafter Kerl, ey. So. Ich gehe noch nicht ins Zentralrevier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann der Fall zu Ende wäre. Ich will erst alles wissen. So, das ist aber eine schicke Bar hier. Mal gucken. Can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do?
She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Say, honey, what time did you get off waiting table? Aha. A waitress. Persönlich. Have another spoon? An ihren Mann. Goddamn waitress. Oh. Might be divorced. Sie hat am 8. des Monats ihren Antrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht mit der Hoffnung, dass die darin dargelegten Gründe sie aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel Maldonado eingegangen ist, zu entlassen. Also die Scheidungsantrag, oder wie das heißt. Ja, Scheidungsantrag. Aber den hat sie jetzt erst fertig gemacht, den Antrag, obwohl doch schon die Antwort darauf bei ihr zu Hause liegt. Ja, das hat er schon. Ja, jetzt müssen wir uns hier umhören, oder? Wir müssten noch mit dem anderen hören, mit dem Irregulären da, mit dem... Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Oder wie, oder was? Kommen wir mit dem nochmal reden hier mit dem Kerl? Three blondes walk into a bar. You think one of them would have seen it? Blonde? Rock'n'Roll! Ja, untersuchen. Was kann man jetzt untersuchen hier? Da! Die da ist es, oder? Did your parents ever ask you to run away from home? Nee. Sie sah halt gerade so aus, weil sie beleuchtet ist. You're gonna see your married man again. Also gute Musik haben sie auf jeden Fall. Achso, hinten. Search around. Antonio, what? Sir, do you work here? Ah, ja, ja, ja. Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just pick fruit market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Ja, aber das erklärt sich doch dann super. Fine. Wunderbar. Thanks. Das erklärt sich doch echt super. Anscheinend kriegen die öfters Kisten von diesem Markt. Vielleicht stehen die hin und wieder mal rum, sind leer und hat sich einen mit nach Hause genommen, um irgendwelche Sachen da rein zu tun. Ja, muss ja wohl doch mal da vorbei. Just picked fruit market. How many slices of lemon does this place go through? Tja. Halt, stopp. Okay. Ja, also der hat irgendwas gesagt. Hinten streiten sich die Paare oft irgendwie. Tja, fragen wir ihn mal, vielleicht weiß er was. What now? Search around. If Antonia was as messed up as we hear, maybe she left physical evidence as well as witnesses. Vielleicht hat sie irgendwas hinterlassen. Irgendwelche Gegenstände. A waitress. Can I have another spoon? Ich bin ein bisschen ratlos. Moment mal, dieser Markt muss doch dann jetzt hier in der Nähe sein, oder? Ist er eingezeichnet? Ja, ist nicht weit weg. Da können wir rein theoretisch auch direkt rüberlaufen. Ach, der Tatort ist direkt hier. Die Leiche. Okay. Ist also direkt nach der Bar passiert.
Tja, also sie muss irgendwas. Es muss ja irgendwas geben. Es müsste Zeugen geben. Vielleicht müssen wir mit allen da drin in der Kneipe reden. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. Say, honey, what time do you get off waiting tables? Out of order. Hat man nicht irgendwas oder verwechsel ich das jetzt mit irgendeinem anderen Fall? Dass irgendwer angerufen wurde und das als Alibi angegeben wurde? Aber. Das bin ich mir nicht mehr sicher und vor allem, er hat es jetzt hier nicht notiert, also kann man es auch sowieso nicht verwenden. I hear you are very kind to animals, so please, get that face back. Also, Zeugen gibt es hier nicht. Where is that goddamn any ideas? You're a modest little person with much to be modest about. Why is the word abbreviation? Also, Zeugen finden wir, glaube ich, nicht. I'm not a loss. Scotsman walked into a bar. The bartender looked up and said, what is it? Ja, Ich habe irgendwas übersehen. Scheinbar. Vielleicht gerade irgendwo hochklettern? Bin gerade noch ein bisschen rumgelaufen. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht hat der was gesehen, ein Betrunkener. Obdachloser. Tell a man that there are 400 billion stars in a balloon. Nicht. Schade, ich dachte, das wäre wirklich was. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Obstmarkt rüber. Das ist ja nun wirklich nicht weit weg. Da. Gehen wir da mal hin. Ist ja fußläufig erreichbar. Ja, also, keine Ahnung. Also, ich hätte hier irgendwas finden müssen, aber ich habe einfach nichts gefunden. Bin ich wirklich so blind? Hier wird auch immer wieder gespeichert an der Stelle. Na gut. Also, weiter zum Obstmarkt. Ich komme nicht weiter. Keine Ahnung. Noch mal hier vielleicht reingehen? Nee. Geht immer weiter. Vielleicht ist ja so gewollt, dass der Spieler keine Ahnung hat, was gemeint ist. Und dann eben zum Obstmarkt weiterläuft. Weil er so direkt in der Nähe ist. Vorsicht! Ja, ja. Die Show muss weitergehen, liebe Leute. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Was? Ist geschlossen? Ach, das. Ja, da weiß ich auch nicht, was kann man jetzt machen? Ja, die Bar untersuchen. Können vielleicht auch noch einen Intuitionspunkt einsetzen? Geht gerade gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zur Bar. Wir haben, also ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas. Vielleicht irgendwas hier mit ihm. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. You want a tip? Vielleicht habe ich da wieder irgendeine Adresse am Ende übersehen oder so. My eggs run. Divorce papers. Did you open them? Warum? Gott, ey. Weil ich lauf da eh rum. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Wie unnötig, dass ich so lange rumgerannt bin und nichts gefunden habe. Ach Gott, ey. So, fehlender Schmuck. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think.
The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Also, ich glaube ihm das. Wieso soll denn jemand, der hier eine Bar betreibt, sich genau merken, wer wann gegangen ist? Ich würde mir das nicht merken können. Did she leave with anyone? No. She wanted a cab, but my payphone ain't working, so I couldn't call her one. Geil, das war falsch. Mist, ich hätte da vielleicht anzweifeln müssen. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Kurz ins Protokoll gucken. Ist sie in Begleitung gegangen? Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Die Frage ist jetzt, was genau ist anzuzweifeln? Welche Aussage? Die letzte, wohin sie wollte? Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Doch, das glaube ich. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. Das war richtig. Been a big help. Immerhin. Gut. No problem. Die Aushilfe brauchen wir noch. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Okay. Ah! Ist das die Aushilfe jetzt hier? Nee. If you were twice as smart, you'd still be stupid. Ja, eigentlich fehlt die Aushilfe noch. Zurück ins Zentralrevier. Wieso befragen wir nicht die Aushilfe? Die hat doch mehr mit der Dame zu tun gehabt. Na gut, dann gehen wir zurück ins Zentralrevier. Das ist ja auch eigentlich alles in der Nähe. Ostmark hat geschlossen. Da kommen wir vielleicht erst hin. Da kommen wir wahrscheinlich erst hin, sobald wir im Zentralrevier waren, denke ich mal. Da wird es bestimmt wieder so einen Showdown oder sowas geben. So, es ist... Gut! Ich denke, wir nähern uns zum Ende des Falls, deswegen machen wir jetzt mal noch weiter. Ja. Roar. Broadway, da vorne. Vorsicht! Ich bin die Polizei. Okay, gehen wir auf den Broadway. Ich glaube, da kommen wir direkt beim Zentralrevier aus. An. Raus. Ja. Ist cool, wenn sich so langsam hier auskennt. Okay. Jetzt werden wir, glaube ich, mehr erfahren. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. That bum took a swipe at me. I put him down with my... Downstairs. I want to make homicide. Zum Glück weiß mein Kollege immer, wohin müssen. This guy must have escaped from the loony bin. Wartet unten auf uns. A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Achso, wegen dem Brief, den sie jetzt bekommen haben. Boys, come on in. Phelps, have you met Finnis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all his fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead.
We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Okay, I have changed my mind. Hast du anders überlegt? Wäre kein guter Deal. Fick dich, BD, Tex. That's the message from the Celine Henry case. Ja, fuck you, BD, Tex. Kommuniziert er so mit irgendjemand? Der Kerl. Moment mal, wo haben sie das gefunden? Das wurde dem Taxifahrer irgendwo oder irgendeinem Taxifahrer irgendwo reingelegt ins Taxi oder was? Das ist das Gedicht. Kraft dieses Flux. Keep upon thy soul by virtue of this curse. Kraft dieses Fuchs häuf Übeltaten auf. Was mit dem restlichen? Keine weitere Übersetzung? Was? Achso, Dr. Knoss. Und Gutes sei zu schauen, verdammt zumal. Dabei des ewig wie der Welten Lauf. Wie du und deine Einsamkeit voll Qual. Und scheinst du auch das Bild der reinen erhaben, ruhigen Macht zur Frist, die Stunde kommt. Oh Gottes Willen. Da musst du scheinen. Da musst du scheinen. Come when you so must. Also, was innerlich von je du bist. Was zur Hölle? Das klingt nach Google-Übersetzung. Verbrechen häuft denn, die nicht Früchte tragen. Und ewiger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Das ist ein Fluch anscheinend. Achso, Flux. Ich habe Flux gelesen. Kraft dieses Fluchs. Also es ist ein Fluch. Verflucht jemanden. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. Genau. Steve Finnis, I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We had the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Was hat das jetzt damit zu tun? Das ist übergeordnet, das hat nichts mit dem Fall zu tun. Ganz steige ich nicht durch. Ich verliere das Gefühl. Ah. This guy must have escaped from the loony bin. Ja, ich bin sehr gespannt, was er sagt. Wir haben interessante Fragen, vor allem wegen dem blutigen Hemd, das bei ihm zu Hause hängt. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Wissen wir was anderes? Wir haben die Aussage der Nachbarin, dass die lange gestritten haben, oder? Armband. Das Armband ist nicht da. Das haben wir nicht gefunden. Punktediagramm, das haben wir jetzt auch gar nicht irgendwie benutzen können. Sie ist nicht lange geblieben. Das zweifeln wir mal an. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you get
just sit there as cool as a cucumber. Ah, das war falsch. Schmuck von der Leiche genommen. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Ja. Mit Medaillen meinen sie die Kette, oder? Das heißt, hieß es ja, sie hat die immer an. Das Armband hat sie nicht immer getragen. Aber das war doch gar nicht, oder? Darum ging es doch gar nicht. Das muss ich nur kurz nachgucken. Foto eines Armbands. War da ein Kreuz? Armband wurde vom Opfer auf Foto mit ihrem Mann getragen. Ja. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Richtig. Sehr gut. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Lüge! I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nigh sigh. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Scheidungsunterlagen. Ja. Genau. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Ach so, sie ist von der Bar zu ihm hin. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Okay. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Nah, da ist so viel Blut. Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. Yeah. Not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Ja, ich denke schon wieder, dass der Fall fast zu Ende ist, aber wir haben ja schon so deutlich überzogen. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf und fahren nächstes Mal zu dem Obstladen nochmal hin. Ich hätte vorhin schon aufhören müssen. Dann wäre es nochmal eine schöne Folge geworden nachher mit dem ganzen Rest, aber jetzt, naja gut. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Also, ich bin sicher, dass der es nicht war. Der war es, glaube ich, nicht. Also, macht's gut, bis dann. Eure Lucida, tschüss.